Mein Name ist Daniel Klink, ich bin didaktischer Leiter der Oberschule in Kadenberge und Fachlehrer für Wirtschaft und Technik. Ich bin Techniklehrer und da kommt man relativ schnell an den Punkt zu überlegen, was mache ich mit den Schülern, was über so Bausätze hinausgeht und ein bisschen Holzarbeiten. Da haben wir uns als Kollegium überlegt, dass wir projektartig arbeiten möchten und sind immer auf der Suche nach neuen Projekten und haben 2014 angefangen, uns mit 3D-Druck zu beschäftigen. Und dann sind wir Stück für Stück immer weiter in den Bereich Making eingedrungen oder eingetaucht und haben verschiedene Projekte mit den Schülerinnen und Schülern gemacht. Wir haben in der Schule zwei Werkräume, in denen wir Holz- und Metallbearbeitung machen können, mit ganz normalen Werkbänken und der Ausstattung, die man so dazu hat. Ein Maschinenraum für die Vorbereitung. Und wir haben eben einen ganz großen Makerspace mit 3D-Druckern, Lasercutter, CNC-Fräse, Computerarbeitsplätzen und viele mehr, was uns eben dieses projektartige Arbeiten ermöglicht. Die Schüler rennen von einem Raum zum nächsten und können so ihre Projekte umsetzen. Wir haben mit Schülerinnen und Schülern der 8. und 9. Klasse eine Glasschneidevorrichtung gebaut und uns dem Thema Upcycling gewidmet. Die Vorrichtung besteht aus Holzresten und PC-Netzteilen und wir nutzen dann alte gebrauchte Weinflaschen, Sektflaschen, die mithilfe der Vorrichtung geschnitten werden. Und daraus stellen wir dann Gegenstände her, also Dekoration oder auch Alltagsgegenstände wie Gläser zum Trinken oder ähnliches. Wir haben mit Schülerinnen und Schülern zusammen überlegt, was das nächste Projekt sein könnte. Und dann kam ein Schüler mit der Idee, eine Glasschneidevorrichtung zu bauen. Das hat er auf einem YouTube-Video mal gesehen, dass man sowas machen kann. Und dann sind wir losgelaufen, haben ein bisschen geguckt, gegoogelt, was man so machen kann, haben Zeitschriftenartikel gefunden von anderen, die so etwas schon mal gemacht haben und sind dann in die Umsetzung gegangen, haben die ersten Prototypen gebaut und das Projekt gestartet. Wir haben in verschiedenen Gruppen Prototypen gebaut, haben uns dann vorher erstmal Material besorgt, also wir haben Holzreste zusammengesucht, alte Computer vom Computerhändler geholt, die Netzteile ausgebaut und dann haben die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Prototypen gebaut. Einfach so, wie sie es für richtig hielten, wie sie es im Internet gefunden hatten. Wir haben das dann analysiert, geguckt, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und haben Stück für Stück uns da so ein bisschen rangetastet. Und am Ende haben wir uns dann auf eine Variante geeinigt, haben das natürlich auch gezeichnet, dass wir gesagt haben, so in die Maße muss das Ganze haben, damit es funktioniert. Und haben dann 6 Vorrichtungen gebaut. Und als wir dann in die Praxis eingestiegen sind und die ersten Flaschen geschnitten haben, haben wir gemerkt, dass die Flaschen durchaus unterschiedliche Wandstärken haben und dass es da auch zu verschiedenen Problemen kommt und haben das versucht, immer so ein bisschen zu protokollieren, sodass wir am Ende halt ganz klar wussten, wenn wir eine Flasche in dieser Art haben, müssen wir so und so in die Vorrichtung gelegt werden, um ein entsprechend sauberes Ergebnis zu bekommen. Das Ganze haben die Schülerinnen und Schüler weitgehend eigenständig gemacht. Ich habe dann immer begleitet, habe versucht, Material zu suchen, wenn mir irgendwas gefehlt hat. Und ganz häufig haben wir zusammengesessen und gemeinsam überlegt, was denn jetzt das Problem ist. Warum springt es jetzt? Warum hält es nicht vernünftig? Weil wir hatten ja auch keine Lösung vorweg. Es war ja nicht irgendwie ein Projekt, wo wir eine Musterlösung hatten. Wir haben das Ganze einfach gemeinsam uns erarbeitet. Grundsätzlich sollen die Schülerinnen und Schüler möglichst eigenständig arbeiten und lernen. Die haben das Thema aufgebracht oder das Projekt mitgebracht und wir haben keine festen Vorgaben, dass wir die und die Inhalte am Projekt lernen müssen, sondern es ergibt sich aus dem Projekt heraus. Irgendwann war die Frage, wie können wir es am besten erhitzen, was für ein Draht nimmt man, welche physikalischen Grundlagen sind eben wichtig zu wissen. Dann ging es auch um die Themen Strom messen, Spannung messen und ähnliches. Das entsteht einfach bei der Arbeit am Projekt. Die Schüler arbeiten Stück für Stück sich in das Projekt ein und immer wieder kommen neue Lernsituationen, wo dann Fragen auftauchen. Die werden dann entweder von den Schülern selbst beantwortet, indem sie sich gegenseitig unterstützen. Sie kommen zu mir, wir arbeiten etwas gemeinsam oder wir suchen gemeinsam nach einer Lösung. Und dabei lernen die Schüler ganz, ganz vielfältig, sowohl auf der inhaltlichen Ebene als auch auf der sozialen und methodischen Ebene, weil sie ja miteinander interagieren, ohne dass wir irgendwelche künstlichen Situationen schaffen, sondern einfach, weil wir gemeinsam das Ziel haben, einen funktionierenden Glasschneider zu bauen. Die erste Herausforderung war ganz am Anfang, dass wir relativ schnell festgestellt haben, dass die Computernetzteile unterschiedliche Leistungen haben. Es steht zwar immer 12 Volt auf dem Kabel, es kommen auch 12 Volt raus, aber die Stromstärke ist unterschiedlich und so mussten wir erstmal passende Netzteile finden, die ausreichend Stromstärke liefern, um den Draht, den wir um die Flasche wickeln,
ausreichend zu erhitzen. Und da wir ja mit einem thermischen Verfahren, also das Glas trennen, mussten wir dann überlegen, wie kriegen wir es möglichst schnell abgekühlt. Da haben wir am Anfang immer ganz hektisch den Draht abgewickelt, dann die Flasche in kalt Wasser getunkt. Das hat dann so mehr oder weniger gut funktioniert. Und im zweiten Schritt kamen die Schüler auf die Idee, im Chemieraum zu fragen. Da kannten sie aus dem Chemieunterricht so kleine Fläschchen mit einer Tülle obendrauf, die dann ganz gezielt Wasser auf die heiße Stelle gespritzt haben. Das war so eine Herausforderung. Und die zweite große Herausforderung oder das zweite große Problem war, die passenden Flaschen zu finden. Wir haben es erst mit Weinflaschen und Sektflaschen bunt durcheinander versucht und relativ schnell hat sich gezeigt, dass Sektflaschen viel, viel dickwandiger als Weinflaschen sind und man da auch wirklich aufs Glas gucken musste, um die optimale Zeit einzustellen, um eine saubere Schnittkante zu erzeugen. Materialbeschaffung und Ähnliches stellte sich nicht als Problem dar, das haben wir relativ gut hinbekommen, sodass eher die Umsetzung dann Herausforderungen mit sich brachte. Die Schülerinnen und Schüler können offen, projektartig arbeiten, sie können sich die Inhalte und auch die Methoden, wie sie vorgehen, selber wählen und dadurch lernen sie miteinander zu arbeiten, sie lernen sich selber Ziele zu setzen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Und sie lernen natürlich auch ganz viele Techniken nebenbei. Sie müssen sich mit CAD beschäftigen, mit 3D-Druck oder ähnlichem, damit sie diese Werkzeuge nutzen können, um ihr Projekt umzusetzen. Auch fächerübergreifend ist das ganz, ganz toll. Wir können dann mit den Kollegen der Naturwissenschaften zusammenarbeiten, uns da nochmal irgendwelche Inputs holen oder wir können Dinge herstellen, die dann vielleicht im Musikunterricht irgendwie noch eine Verwendung finden oder für andere Fächer eingesetzt werden. Problem dabei ist natürlich dann für uns als Lehrkräfte, dass wir eine Leistungsbewertung machen müssen. In der Regel sind das Pflichtunterrichtsstunden, wo wir Noten geben müssen und da versuchen wir das Ganze dann über Projektberichte zu machen. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihr eigenes Handeln dokumentieren und ganz wichtig auch reflektieren. Also wenn sie Fehler gemacht haben, sagen, was ist passiert, warum ist es vielleicht passiert und ganz wichtig, wie haben wir das gelöst. Und auch das ist eine ganz, ganz große Chance dieser Making-Projekte, dass die Schülerinnen und Schüler eben ihr eigenes Verhalten reflektieren können. Den Mut haben, einfach mal anzufangen. Wir haben am Anfang auch da gestanden und wussten nicht, wo es genau hingeht, die Reise. Und wir haben gesagt, wir müssen unseren Unterricht verändern, müssen ein anderes projektartiges Arbeiten machen und haben einfach angefangen, haben irgendwie versucht, einen 3D-Drucker zu beschaffen, um irgendwie loslegen zu können und ganz, ganz viel mit den Schülerinnen und Schülern gelernt. Und ein wichtiger Punkt ist einfach auch loslassen. Loslassen von, ich steuere den Unterricht, ich gebe die Inhalte vor, ich weiß, was für ein Ziel ich habe und ich weiß, was am Ende hinten rauskommen muss. Weil wenn ich Making-Projekte mache, dann habe ich vielleicht ein Ziel im Sinne, ich möchte einen Glasschneider bauen. Aber wie der nachher aussieht, wie der nachher funktioniert, das wussten wir am Anfang auch nicht. Und deswegen einfach mal starten, den Mut haben, ein bisschen loszulassen und dann wird es gut. Auf jeden Fall braucht man einen Raum, in dem man praktisch arbeiten kann, also einen klassischen Werkraum mit Handwerkzeugen. Und ich denke, wenn man anfängt, wäre ein 3D-Drucker, den man mittlerweile ja für unter 1000 Euro beschaffen kann, ganz, ganz sinnvoll. Dazu gehören dann natürlich irgendwie ein paar PC-Arbeitsplätze oder Tablets, mit denen die Schüler entsprechend Content erstellen können für den Drucker, aber auch ihre Arbeit dokumentieren können. Und so kann man dann ganz gut anfangen. Im zweiten Schritt wäre es dann vielleicht ein Lasercutter, eine CNC-Fräse oder ähnliche Gerätschaften, die dann die Ausstattung erweitern können. Aber für den Start ist man mit einem Praxisraum und einem 3D-Drucker schon mal sehr gut bedient. Die erste Grundvoraussetzung fängt, glaube ich, bei uns Lehrkräften im Kopf an. Das Loslassen von altbekannten Vorgehensweisen, von der Steuerung des Unterrichts in jedem Detail sozusagen. Dann ist ganz wichtig, eine Schulleitung und ein Kollegium zu haben, was das unterstützt. Also ein Kollegium heißt so ein Team vielleicht, auch aus Kollegen ähnlicher Fachrichtungen, die das Ganze mit einem zusammen machen. Und eben eine Schulleitung, die einem dabei hilft, wenn es um Ausstattung geht, wenn es um Stunden geht, die man entsprechend ja auch vielleicht mal entsprechend im Plan gelegt haben möchte, dass man 4 Stunden am Stück Unterricht hat, wenn es irgendwie das Ganze hergibt. Das sind so die Partner, glaube ich, die man braucht. Und eben einfach die Einstellung im Kopf loslassen, ausprobieren und machen. Die erste Anlaufstelle sind für mich immer benachbarte Schulen. Das ist nicht immer gleich die Schule im Nachbardorf.
Aber wenn man in seinem Landkreis guckt, in seiner Region, findet man unter Garantie Schulen, die ähnliche Projekte machen, die ähnlich arbeiten, die vielleicht auch die Ausstattung haben, die mir gerade fehlt. Vielleicht haben die den 3D-Drucker, den ich gerade brauche. Dafür kann ich ihnen meine CNC-Fräse zur Verfügung stellen. Das lohnt sich also immer, da mal im Internet zu schauen, sich mit Schulen in der Region zu vernetzen. Hat auch den Vorteil, dass man relativ schnell einfach mal hinfahren kann. Andere Option, wenn man in größeren Städten ist oder in der Nähe größerer Städte, gibt es ganz häufig Makerspaces, die von Vereinen getragen werden. Wir haben das selber gemacht, haben uns mit dem Makerspace in Oldenburg vernetzt, 2014 schon, und haben da immer wieder Kontakt aufgenommen. Da sind ganz, ganz viele Ehrenamtliche, die sich mit Making-Projekten beschäftigen, die immer bereit sind zu unterstützen und zu helfen. Und auch da lohnt sich auf jeden Fall eine Kontaktaufnahme.